Im Jahre 1958 wurde die NASA gegründet und seit ihrer Existenz haben Raumfahrer und Testpiloten darüber berichtet, dass sie UFOs oder nicht identifizierbare Flugobjekte gesehen haben. Im April 1962 gelang es dem Piloten Joseph Walker, Filmaufnahmen über Walzen und scheibenartige Objekte anzufertigen. Ein anderer Testpilot berichtete davon, dass er einer ganzen UFO-Formation begegnet sei. Im April 1964 beobachteten auch zwei Radartechniker, dass die UFOs eine Gemini-Kapsel verfolgen. Am 13. September 1966 filmten die Raumfahrer Charles Conrad und Richard Gordon einen Gegenstand, der noch bis heute unbekannten Ursprungs ist und der Gemini-Kapsel ganz nahe kam. Dessen ungeachtet lehnt die NASA bis heute die Darbringung jedweder Beweise ab, die die Behauptungen der Piloten bestätigen können. Die Menschen überprüfen die Akten und forschen seit Jahren. Die Akten überzeugen. Das Einzige, was fehlt, ist das Amtssiegel, erklärt Edgar Mitchell, Astronaut der Apollo 14. Im April 1979 sah der russische Raumfahrer Viktor Afanasiev während seines Raumflugs ein außerirdisches Flugobjekt. Er behauptet: "Ich bin der Meinung, wir sind nicht allein. Etwas Außerirdisches hat unsere Erde besucht. Das fremde Gefährt hat sich in unsere Richtung gewendet, uns verfolgt und ist in einer Entfernung von 25 bis 30 Metern von uns in einer Formation geflogen. Wir haben die Metallstruktur, die 40 Meter lang war, fotografiert. Dieser Film wurde beschlagnahmt." Später hat das Verteidigungsministerium des Vereinten Königreichs Nick Pope beauftragt, Forschungen und Ermittlungen über die Existenz der UFOs und der ihnen zugeschriebenen unerklärbaren Ereignisse durchzuführen. Nick Pope hat über lange Jahre fast alles gesehen. Seiner Meinung bereiten die UFOs den nationalen Sicherheits- und Verteidigungsorganen Kopfzerbrechen. Wenn jemand Informationen hat, dann verfügt Pope über diese. Er ist der einzige Mensch, der dazu bereit ist, darüber zu sprechen. Am 8. März 2011 live im Internet auf der Seite www.esoguru.com.